そらたのバカ。Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavini am Start am Letztest Mittwoch anscheinend. Wir spielen heute Stardew Valley und ich bin unglaublich gehypt. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Bevor wir loslegen, ein paar Infos zu diesem Spiel. Ich muss zugeben, ich kenne das Spiel und ich habe mich in dieses Spiel verliebt in den letzten Tagen und es ist unglaublich schön und ich würde mich sehr freuen, wenn wir hieraus vielleicht eine kleine Serie machen, vielleicht ein Let's Play neben Summon of Spore. Es wird mir so viel Spaß machen. Wenn ihr daran interessiert seid, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ich versuche in den kommenden Tagen und Wochen über Videos verteilt Leute von diesem Spiel zu überzeugen oder von dieser Serie. Das wird mir sehr viel Spaß machen. Es ist nämlich immer schöner, wenn ein paar Leute zuschauen und ja, die Serie dann irgendwie unterstützen. So, zu diesem Spiel. Es ist frisch für iOS rausgekommen, kostet, denke ich, um die 9 Euro. Davor gab es das schon für den PC und auch für die PS4. Schon vor, ich glaube, 2-3 Jahren oder so. Und dann habe ich das frisch im App Store entdeckt, habe danach gegoogelt, habe geguckt, habe gesehen, dass Gronkh das hochgeladen hat, vor 2 Jahren hochgeladen am PC. Und dann habe ich mit dem Let's Play angefangen und ich finde es mega cool und ich schaue dieses Let's Play. Und jetzt wurde ich angeschrieben, dass dieses Spiel verfügbar ist für mich zum Testen. Und mir wurde das jetzt netterweise zur Verfügung gestellt, ist also gesponsert und ich darf mit euch dieses Spiel spielen. Ansonsten hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft. Also auch mega günstig für die PS4, glaube ich, unter 15 Euro oder so. Und das ist ein Spiel, da kann man wirklich über 200 Stunden dran arbeiten und es ist so cool. Also ich würde sagen, wir beginnen jetzt sofort und legen mit diesem Spiel los, das mir sehr viel Freude bereitet. Jedenfalls bei Gronkh zuzuschauen bisher. Wir beginnen neu. Tutorial-Tipps aktivieren. Übrigens, früher war das Spiel nur in Englisch verfügbar und jetzt ist es auf Deutsch verfügbar. Ja bitte, ich kenne mich mit Stardew Valley auf Mobilgeräten noch nicht so aus. Nein danke, ich kenne das Spiel. Ich kenne zwar das Spiel, aber nicht auf Mobilgeräten, deswegen aktiviere ich mal diese Tipps. Wählen wir als erstes dein Aussehen und die Art deiner Farm. Wenn du mit Gestalten fertig bist, tippe... Das war böse, ich bin nicht so schnell. Okay, wir machen uns natürlich... Normalerweise spiele ich ja gern Girls, aber ich denke, wir machen uns einen Boy. Und ich würde sagen, ich mache das mal ganz kurz alleine und dann wählen wir die Farm nachher zusammen aus, wenn ich einen Charakter erstellt habe. Es gibt einfach 112 verschiedene Arten von Hemden. Hilfe, oh mein Gott. Ich denke, ich habe mich entschieden. Das passt erstmal. Wir haben eine Jeans, irgendein so ein schwarzes Shirt, dunkelbraune Haare. Jetzt können wir uns um den Rest kümmern. Name. Wir nennen uns natürlich Heaven. So, Hofname. Oh Gott, wie nennen wir unseren Hof? Also ist es quasi so ein Farm. Nein, es ist eine Lebenssimulation, wie Gronkh so schön sagt. Man hat hier Millionen Möglichkeiten. Es gibt nicht nur Farming, es gibt auch, naja, normales Leben mit anderen Menschen zusammen. Man kann angeln, man kann Tiere aufziehen, man kann sogar heiraten, man kann in Dungeons reingehen und es gibt sehr viel zu erkunden. Wie nennen wir unseren Hof? Unseren Hof nennen wir... Ich denke, unseren Hof nenne ich... Ich wollte erst was aus Fairy Tale oder aus Final Fantasy nehmen, aber ich nenne ihn Lost Woods. So, so heißt unser Hof. Mag gerne Girls. Okay, Priorität Hund, Katze. Ich denke, wir nehmen Hund. So, jetzt zu dem Hof. Standardhof. Ein einfaches Stück Land mit einer großen offenen Fläche, auf der du deinen Hof gestalten kannst. Flussbetthof. Dein Hof ist über mehrere kleine Inseln und Flussbetten verteilt. Fische sind hier häufiger als üblich vertreten. Cool, dass es diese Option auch gibt. Wow. Waldhof. Der Wald limitiert deine Hoffläche. Allerdings findest du die Schätze der Wälder direkt vor deiner Haustür.
Bergspitzenhof. Das macht schon Spaß, mehrere Spielstände anzulegen. Steiniges Terrain und ein sich wildender Fluss machen es schwer, deinen Hof zu gestalten. Allerdings bietet ein Mineralvorkommen Möglichkeiten zum Bergbau. Wildnishof. Eine Menge gutes Land hier, aber pass auf, in der Nacht kommen die Monster. Waldhof. Standard. Ich glaube, ich bin für einen Waldhof. Das ist alles so cool. Ich will alles testen. Wir beginnen mal mit einem Waldhof, okay? Vielleicht gibt es dann, wenn es wirklich eine Serie wird, Special-Folgen, in der ich dann euch die anderen Höfe präsentiere auf anderen Spielständen. Ich würde sagen, let's go! Und für meinen ganz besonderen Enkel. Ich möchte, dass du diesen versiegelten Umschlag bekommst. Danke, Opa. Nein, nein, öffne ihn noch nicht. Hab Geduld. Jetzt hör mir zu. Der Tag wird kommen, an dem du dich von der Last des modernen Lebens erdrückt fühlen wirst. Und deine Seele wird von der wachsenden Leere eingenommen. Wenn das passiert, mein Junge, wirst du bereit für dieses Geschenk sein. Nun lass Opa sich ausruhen. XX Jahre später. Joja. Join us. Work. Smile. Joja. Ja, wir sehen sehr glücklich aus, oder die Leute hier? Sehr glücklich. Es sieht so eklig aus, so dreckig. Ugh. Damn. Life's better with Joja. Naja, da vorne ist schon ein Skelett. Ich denke nicht, dass das Leben damit besser ist. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Der Computer ist einfach größer als wir selbst. Der Briefumschlag. Ich glaube, wir haben genug von unserem modernen Leben. Wir gucken ihn uns an. Lieber Heaven, wenn du das hier liest, dann wirst du eine Veränderung bitter nötig haben. Das gleiche ist auch mir vor langer Zeit passiert. Ich habe vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist, nämlich Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur. Also habe ich alles aufgegeben und bin an den Ort gegangen, an den ich wirklich gehöre. Ich habe den Vertrag zu jedem Ort beigelegt. Mein ganzer Stolz. Lost Woods Hof. Er liegt im Sterntautal an der südlichen Küste. Er ist der perfekte Ort, um mit deinem neuen Leben zu beginnen. Das war mein kostbarstes Geschenk und jetzt gehört es dir. Ich bin mir sicher, du wirst den Familiennamen ehren, mein Junge. Viel Glück in Liebe, Opa. Oh, sad. PS, wenn Louis noch lebt, sag dem alten Kerl Hallo von mir. Ja? Natürlich, Opa. Unser neues Leben beginnt. Ich habe keine Zeit für SW, das neue Spiel ist wichtiger. Und wir reisen zu unserem neuen Leben. Wie wir alles einfach hinter uns lassen. War anscheinend kein schönes Leben bisher. Naja, naja, mal sehen, was uns der neue Hof bringt. Ich bin so gespannt. Ich kenne diese verschiedenen Arten von Höfe oder diese verschiedenen Hoftypen, so rum, gab es in der damaligen Version noch nicht. Also ich sehe jetzt schon Veränderungen zu dem Let's Play, was ich mir angeguckt habe. Da sind wir. Robin. Hallo. Sollen wir eine weibliche Stimme machen? Hallo. Du musst Heaven sein. Ich mache nicht die Nora-Stimme, okay? Vielleicht bei irgendwem später. Ich bin Robin, die hiesige Schreinerin. Bürgermeister Louis hat mich geschickt, um dir den Weg zu deinem neuen Zuhause zu zeigen. Er ist gerade dort und räumt ein wenig für deine Ankunft auf.
Ich muss zugeben, ich habe früher auch mega gern Animal Crossing gespielt. Da war ich klein, ja? Und es ist so ein Mix irgendwie daraus. Und so ein bisschen Harvest Moon. Man muss diesen Pixel-Stil mögen. Ich muss zugeben, ich liebe ihn. Der Hof ist dort drüben. Folgt mir einfach. Okay, bin unterwegs. Wir sehen ein bisschen emohaft aus, fällt mir gerade auf. Hübsch. Mir gefällt's. Das ist unser neues Haus. Ehrlich gesagt, sowas könnte ich mir auch im echten Leben vorstellen. Ich habe ja zwei zu Hause, eine Wohnung und mein normales Haus. Das Let's Play ist sehr viel zum Quatschen geeignet. Und ich wohne einmal in der Stadt, so eine normal große, und einmal eine große Hauptstadt. Ja, also hust, hust. Nicht in Berlin, aber mehr sage ich nicht. Also eine große Stadt. Ja, und es ist zwar schön, so in der Stadt zu wohnen, aber ich kann mein Leben am Land auch gut vorstellen. Ist halt komplett anders und so ruhig. Das ist Lostwoods Hof. Dein Hof. Jetzt, seit neuestem. Yeah! Oder what? Wir sehen wirklich emo-haft aus. Ich hätte mich ein bisschen, ich hätte mich nicht so blass gestalten sollen. Was ist los? Klar, er ist ein wenig verwildert, aber unter dem Durcheinander befindet sich guter Boden. Mit ein wenig Fleiß hast du hier nur Ordnung geschaffen. Das kriegen wir schon hin. Definitiv. Und hier sind wir, dein neues Zuhause. Also mir gefällt's. Ich find's schön. Also natürlich müssen wir unten ein bisschen aufräumen, aber es sieht schön aus. Louis. Ah, das ist der alte Louis, den wir grüßen sollen von Opa. Ah, unser Neuankömmling. Die perfekte Stimme, hä? Willkommen, ich bin Louis, Bürgermeister der Stadt Pelikan. Jeder hat hier schon nach dir gefragt. Oh, das ist nett. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass jemand Neues einzieht. Das ist ein ziemlich großes Ereignis. Ich weiß, übrigens, hallo von Opa. Also, du ziehst in die alte Hütte deines Großvaters ein. Es ist ein gutes Haus, sehr rustikal. Richtig vermodert. Oh Gott. Nee, es sieht schön aus. Rustikal, so kann man es vielleicht auch sagen. Schäbig wäre wohl ein wenig passender. Wie unhöflich. Oh. Hör nicht auf sie, Heaven. Sie will dich nur beeinflussen, damit du ein paar ihrer Verbesserungen für das Haus kaufst. Ja, willst du mein Geld aus der Tasche ziehen oder was? Jedenfalls, du bist sicher müde von deiner langen Reise. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Morgen erkundest du dann am besten ein wenig die Stadt und stellst dich den anderen vor. Das wissen sie sicher zu schätzen. Natürlich machen wir das, Onkel Louis. Wir haben den Gruß von unserem Opa nicht ausgerichtet. Oh, fast vergessen. Falls du irgendwas zu verkaufen hast, leg es einfach in die Box hier. Ich komme dann in der Nacht vorbei und nehme es mit. Das ist unser tägliches Nachtgespenst. Der kommt dann vorbei und nimmt alles aus der Box. Nun, viel Glück. Danke. Vielen Dank. Sie sagt nichts mehr zu mir. Ich wollte noch was sagen. So, hi. Der Hahn kräht. Guten Morgen. Speichern. Guten Morgen. Oh, das habe ich gewusst. Guten Morgen. Denk dran. Ey, nicht so schnell. Du hast ein Geschenk erhalten. Tippe auf das Paket, um es zu öffnen. Montag, erster Tag, 6.10 Uhr. 6.20 Uhr, schnell. Oh Gott, die Zeit geht so schnell vorbei. Pastaniken? Wow. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis. So nett von ihm. Geh mal hier drauf. Neue Aufgaben werden im Hofbuch angezeigt. Tippe auf eine Aufgabe, um sie dir näher anzusehen und nützliche Informationen zu erhalten. Okay. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke. Ich habe zuerst Hose gelesen. Benutze deine Hose, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat,
auf dieser Erde, um etwas anzupflanzen. Du wässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte herangewachsen ist. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Tippe auf den ich will erstmal lesen. Sag Hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. 2 von 28 begrüßt. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mit diesem Hof. Ja? So, gehen wir mal raus. Ah, hier oben ist noch. Achso, das sind die Aufgaben. Im Inventar siehst du die Gegenstände, die du hältst. Ziehen, um sie neu anzuordnen oder ziehe sie. Der Text geht mir zu schnell weg, du blödes Ding. Das war nur Spaß. Auf dieser Seite siehst du die Fähigkeiten, du kannst sie verbessern, indem du Werkzeuge benutzt, auf Nahrungssuche, bla bla bla. Auf der Seite Soziales erfährst du etwas über deine Beziehung zu den Leuten, denen du begegnest. Okay. Robin! So, hier stellst du neue Gegenstände aus Dingen her, die du sammelst und anbaust. Im Laufe des Spiels wirst du immer neue Handwerksrezepte entdecken. Okay. Ziehe deinen Finger über die Karte, um Pelikan Town und seine Umgebung zu erkunden. Es könnte jetzt kurz laut werden, meine Rolllade geht jetzt runter. Auf der Seite Sammlung siehst du alles, was du verkaufen, gefischt, bla 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 entdeckt hast. Sehr viel. Und hier haben wir die Einstellungen. Werkzeugleiste anpassen, Menü anpassen. Ich denke, das ist okay, so wie es eingestellt ist. Das passt schon. Da hört ihr das Geräusch. Also, wir haben unten noch Sachen, die wir anziehen können. Das ist für später. Also Hut, Stiefel und irgendwie so zwei Accessoires. Wir haben eine... Können wir da draufklicken? Ja, aber es hat auch hier gedrückt halten. Eine Axt, eine Hacke, eine Gießkanne, eine Spitzhacke, eine Sense. Und dann haben wir hier die Saat. Was müssen wir als erstes machen? Hacke, denke ich, ja? Grabe Erde um und bestelle den Boden. Okay, machen wir das mal als erstes. Klicken wir mal darauf und gehen raus. So. Sieht ein wenig chaotisch aus. Räumen wir ein wenig auf. Tippe auf ein Unkraut, um es auszureißen. Okay, wir müssen erstmal aufräumen. Gut gemacht. Versuche noch ein paar Unkräuter und Steine wegzuräumen. Gut, machen wir das mal als erstes. Mit der Hacke kannst du die Erde fürs Säen vorbereiten. Das machen wir nachher. Ich glaube, wir müssen hier erst noch ein bisschen Sensenarbeit machen. Wir sind der Sensenmann aus Somnus War. Das ist wirklich hier großes Unkraut. Wirklich mega Unkraut. Wir nehmen mal die Axt. Ich widersetze mich einfach dem Tutorial. Ich muss hier noch ein bisschen Ordnung schaffen, bevor wir hier aufräumen können. Oh, ich muss es gedrückt halten. Okay. Wir lernen noch dazu. Das hier noch. Ein Holzdings. Was nehmen wir hier? Oh, den Stein können wir auch so kaputt machen. Okay. Aber der wählt es automatisch aus, was wir brauchen. Okay. So, ich mache noch hier ein bisschen Platz. Cool, dass wir hier so mitten im Wald sind. Ich finde es schön. So, machen wir das noch hier weg. Und das noch. Und hier unten noch so ein bisschen. Und dann säen wir mal unsere ersten Sachen. So, und wir sammeln auch schon direkt Sachen ein. So, das noch hier. Und ich glaube, wir können jetzt unsere Hacke benutzen und dann hier vor dem Haus mal anfangen. Da und da. Wie viele haben wir? 15. Da mache ich so 5er. Ich gehe mal nach da. 3. So, ich muss das nochmal auswählen. Bin noch ein bisschen ungeübt. 2, 3, 4, 5. So. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, Saat, zack, 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 zack. Die sehen durstig aus. Ja, ich gieß gleich. Ich pflanze nur erstmal alle an. Habe meine neuen Samen. So, Gießkanne, gießen. Gut gemacht. Vergiss nicht, dein Saatgut jeden Tag zu gießen. Das kriegen wir schon hin. Daran werde ich denken. Aber es ist ja gut, dass das Tutorial da ist. Ich meine, ist ja logisch, was wir machen müssen, aber... Es ist schon eine Umstellung, hier am Handy das zu machen. Wir gießen das hier. Wir holen erstmal das Wasser zurück. So, und ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen sauber. Das sieht mir zu unordentlich aus. Das ist wirklich grauenvoll hier. Wir müssen dringend noch ein bisschen aufräumen, bevor wir dann in die Stadt gehen. Nur noch das hier wegmachen, dann bin ich zufrieden. Das ist mir zu viel Unkraut.
Hier, was brauchen wir denn hier bei diesem kleinen Gebüsch? Ich denke, wir nehmen die Sense. Zack, 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 weg. Sehr gut. So, also der Hof ist mega groß, das weiß ich. Und wir können hier mega viel Stuff noch anbauen und herstellen. Es zieht sich noch ein bisschen, also wir haben sehr viel zu tun. Und das ist das Schöne bei der Sache. So, wir haben Gras bekommen, Fasern, rohes Material, das von Pflanzen stammt, Holz, Naturgut, dann haben wir Stein bekommen und direkt schon Kohle. Was ich gelernt habe, ist wichtig, dass wir uns schnell eine Kiste craften. Das müssen wir dann bald machen. Lagerfeuer bietet eine Menge Licht. Fackeln, Harz brauchen wir dafür, ein Zaun. Ich glaube, das machen wir später. Als erstes müssen wir uns eine Box herstellen für später. Sollen wir das direkt machen, eine Box? Ich denke, in der ersten Folge bauen wir noch eine Box und dann gehen wir ganz kurz in die Stadt und da beenden wir dann die erste Folge. Es ist 10.50 Uhr, ich soll das geduldig halten. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. 50 Stück brauchen wir dafür. Damn, das ist viel. Und ich glaube, wir haben Harz bekommen. Perfekt, vielleicht können wir auch eine Fackel aufbauen. Ich fälle die Bäume hier. Also, die sehen schon schön aus, aber wir können später noch mehr Bäume selbst anpflanzen. Dann dahin, wo es auch wirklich passt, weil hier stehen die mir ein bisschen im Weg rum. Ich weiß noch nicht, wie wir den Hof genau aufbauen werden, aber so ist es noch ein wenig, naja, raubt mir ein bisschen Platz. Das ist nicht so praktisch. Ich sollte schon den Baum antippen. Steuerung muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, die haben das gut gelöst fürs Handy. Wir haben noch irgendwas Neues da unten bekommen. Bin ich ja mal gespannt, was das ist. So viel Holz. Wir haben gleich genug, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Ich mache das hier noch weg. Den da und da unten das. Und dann wird uns alles nach und nach beigebracht. Und ich freue mich so sehr darauf. Problem ist, unsere Energie ist fast leer. Oh, wir haben noch nicht so viel Kraft. Okay, ich denke, das reicht erstmal an Aufgaben für uns heute. 12 Uhr und der Tag ist vorbei für Evan. Mehr kann er nicht hinkriegen. Okay, also wir verbrauchen unten rechts die Energie. Da muss man sparsam mit sein. Was ich bisher gelernt habe, man kann essen, um Energie zurückzubekommen, falls man sehr viel gearbeitet hat. Was ist das denn hier? Gemischter Salat. Nein, gemischte Saat, nicht Salat. Dann können wir gleich die noch anpflanzen. Yay. Brauchen wir Harz für irgendwas? Energie minus 2. 22 Harz. Das brauchen wir für irgendwas zum Craften. Ich denke, ich mache noch... können wir noch ein Feld hier anbauen? Hier noch? Oh oh. Ich bin langsam erschöpft. Glaubt ihr, ich krieg's noch hin, das zu gießen? Bitte lass mich das noch gießen können. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Wo gehst du denn hin? Ich muss das gießen. Okay, wir haben noch genug Energie. Gott sei Dank. Puh, okay, mehr kriegen wir jetzt heute nicht hin. Wir gehen mal ins Crafting-Menü. Ich denke, wir können uns dann gleich schön in der Stadt umsehen. Da brauchen wir dann keine Energie. So, 50 Holz hierfür. Ein Holz hier. Wie viel Holz haben wir? 74. Ich denke, das passt. Wir stellen uns mal zwei Fackeln her. So. Und dann können wir die Fackeln platzieren. Einmal... Ich denke, wir machen das einmal hier und einmal hier. So, damit wir immer nach Hause können. Und morgen machen wir dann das Feld vielleicht ein bisschen größer. Gucken wir mal, was wir jetzt noch craften können. Was haben wir hier? Ein Holzschild. Verwende einen Gegenstand damit, um die Anzeige zu ändern. Lagerfeuer ist auch cool. Holzpfad ist gut. Ich denke, wir machen diese Kiste. Das ist am wichtigsten. Ich höre Alarm. Und das ist nicht im Spiel, sondern bei mir im Haus. Das nervt ein wenig. Ich denke, wir platzieren die Kiste. Hier links neben dem Haus. Ja, und dann können wir da Sachen reinlegen. Ich denke, wir packen erstmal die Kohle da rein. Stein. Und, nein, alles. Den kompletten Stein.
und Holz. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Und das Gras legen wir auch mal rein. Muss ich da nur drauf drücken? Ich schieb's mal rein. Ich frage mich, wie der Stein wieder zurückgekommen ist. Der wollte nicht in die Truhe. Tut mir leid, Stein. Du musst da erstmal warten. So, und jetzt gehen wir. Es ist 14 Uhr. Die Zeit geht schnell vorbei. Gehen wir mal in die Stadt. Berühre und halte, um zu deinem Finger zu laufen. Okay. Halten und ziehen, um deinen Finger zu folgen. Oh, so geht das. Okay. Ich will erstmal hier oben gucken. Hier ist der Bus. Ich glaube, in den Bus gehen wir nicht rein, aber was ist das hier? Der Bus Richtung Kaliko-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Okay, das ist wahrscheinlich für später. Soweit bin ich im ganzen Let's Play auch noch nicht gekommen. Narzisse, sammeln wir erstmal ein. Hier hinten ist noch irgendwas. Nehmen wir das auch mal direkt mit. Ich meine, wir haben Löwenzahn. Was machen die denn? Lass mich mal direkt gucken. Also wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Ich würde das mega feiern. Seht ihr? Gibt Energie und Gesundheit zurück. Energie verbrauchen wir, falls wir angegriffen werden. Und das hier bringt, was bringt das? Gar nichts? Null Energie. Also, die Löwenzahn bringt was, das andere eher nicht so. Was ist das hier? Steine? Nehmen wir mal nicht mit. Okay, gehen wir mal in die Stadt und dann beenden wir, denke ich, den ersten Part. Hallo. Wo sind die Leute? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, hier ist einer. Hi. Oh Gott, wie kann ich für jeden eine andere Stimme machen? Okay, wie sieht er aus? 30. Läuft die Zeit weiter, während wir mit einem sprechen? Das ist die Frage. Ich gucke mal, oben steht 15:10, aber es leuchtet rot. Vielleicht ist es pausiert. Ich denke, es ist pausiert. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey. Der Arzt der Stadt. Ich hoffe, ich muss nie zu dir. Ich bin für die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und jegliche medizinische Versorgung aller Bewohner Pelikans verantwortlich. Es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Das freut mich. Ich hoffe, du findest deine eigene Arbeit bald ebenso erfüllend. Ja, ich finde sie jetzt schon cool. So, da ist noch ein Junge, den habe ich fast gar nicht erkannt. Vincent. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Ich hoffe, das machst du nicht bei jedem. Sonst geht das schnell nach hinten los. Oh, du siehst ganz nett aus. Ich komme mit dir nach Hause. Jody. Oh Gott. Au, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ist okay. Ich bin Jody. Hi. Das hier ist ein kleines Städtchen, also es ist immer sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Bauern hier zu haben, könnte einige Sachen ändern. Ja, dann komm vorbei und kauf was von mir, Jody. Das ist vielleicht die Mutter? Oh Gott. Hallo, du musst Herrn sein. Unser Neuankömmling. Unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Mein Mann und ich... Boah, direkt gekorbt. Ich hab einen Mann. Mein Mann und ich führen den Gemischtwarenladen hier. Und? Hast du meine Tochter Abigail getroffen? Sie ist sehr blass, mit violetten Haaren. Das ist sie dann anscheinend nicht. Die hat keine violetten Haaren. Oder ich bin farbenblind. Oder die Mutter ist farbenblind. Wer weiß, wer weiß. Es ist verschlossen. Geöffnet von 9 bis 15 Uhr. Es ist zu spät. Fragezeichen. Aushilfe gesucht... Hier, heute hängt hier nichts aus. Samengüter hier kaufen. Okay. Geh mal in den Laden rein. Im Laden kannst du auf den Tresen vor dem Ladenbesitzer tippen, um Ware zu kaufen oder zu verkaufen. Oh. Gehen wir mal mit der hier. Lea. Hallo, es ist nett, dich kennenzulernen. Du hast eine gute Zeit gewählt, um hier herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Ja. Ja, das finde ich auch. Hallo, Mr. Typ. Der redet nicht mit uns, der gibt uns direkt irgendwas, das wir kaufen können. Warte, ich rede mal mit dem. Können wir mit hinten mit dem reden? Hey! Oh nein, warte, das ist ein Typ. Pierre. Garonk hat auch mit dem gesprochen und hat das Französisch vorgelesen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Oh Gott.
Aber ich werde auf jeden Fall, falls ihr das Let's Play von Gronkh auch geschaut habt oder so, werde ich anders vorgehen als er. Ich denke, das ist sowieso sehr spontan, was man hier in diesem Spiel macht, weil es einfach unzählige Möglichkeiten gibt. Und ja, ich weiß schon genau, wie unser Hof aussehen wird. Hey, du bist Heaven, der neue Bauer, oder? Also ich lese jetzt nicht Französisch vor, sonst würde ich anders vorlesen. Bonjour! Yay, du bist Heaven. Nein, so redet er nicht. Oder ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Wieso klingt er so komisch? Wenn du Saat brauchst, ein paar Samen von mir, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Ihhh. Wie ich die Rolle von dem Typ direkt komisch eingestuft habe. Ein wenig Landwirtschaft könnte unsere Wirtschaft etwas ankurbeln. Was können wir denn kaufen? Wir haben 500 Gold. Noch ein paar von den Pastinoken-Dings wächst in 4 Tagen heran. Bohnensetzlinge, die sind schon teurer. Pflanze ihn im Frühling an. Wächst in 10 Tagen heran, kann aber dennoch mehrmals geerntet werden. Bringt mehrere Bohnen pro Ernte. Wächst an einem Ranggerüst, okay? Blumenkohl. Pflanze sie im Frühling. Braucht 12 Tage, wow, um eine große Blumenkohl zu produzieren, um einen großen Blumenkartoffel. Pflanze sie im Frühling an, wächst in 6 Tagen heran, kann aber bei der Ernte mehrere Kartoffeln auf einmal bringen. Tulpen. Pflanze sie im Frühling. Also man muss auch wirklich auf die Jahreszeit achten. Grünkohl, Zierlauch, Grasbündel, Zucker, Weizenmehl. Also sehr viel und sehr viel Teures. Oh, wow. Wächst in 28 Tagen heran. Also es sind jetzt nicht 28 Tage in Echtzeit, sondern 28 Mal ins Bett legen hier in diesem Spiel. Ich denke, wir holen uns auf jeden Fall. Wir haben bisher immer Fünfer gemacht, ja? Ich glaube, ich will zweimal Bohnen. Das ist aber teuer, ist egal. Zweimal Bohnen. Ich hoffe, wir brauchen gleich nicht für irgendwas anderes Geld. Pflanze im Frühling braucht 12 Tage. Oh, so teuer. Ich glaube, Kartoffeln sind cool. Dann nehmen wir. Oh. Dreimal. Okay, wir nehmen fünfmal. Fünfmal Kartoffeln. Und. Sagen wir einmal Blumenkohl. Nehmen wir einmal Blumenkohl noch mit. Okay. So mehr Geld bekommst du von mir nicht. Dann haben wir hier den Rucksack. Den brauchen wir sehr bald. Aber der ist sehr teuer. Nicht jetzt. Da bin ich gerade im Let's Play angekommen. Haben wir schon mit der gesprochen? Ja. Dass Gronkh den Rucksack gekauft hat. Können wir auch hier rein? Hi. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn wir uns hier umschauen. Gehen wir lieber mal raus und reden mit dem Wald. Ach so, aber vielleicht ist hier eine Person, mit der wir reden können. Oh, eine Kapelle. Hübsch. Ja, okay. Also, so sieht das Spiel aus. Ich hoffe, euch gefällt's. Ist das Abigail? Abigail, wie redet sie denn? Oh, stimmt. Nein, okay, wartet. Stimmt ja. Ich habe gehört, dass jemand auf den alten Hof zieht. Irgendwie schade. Diese überwucherten Felder zu erkunden hat mir viel Spaß gemacht. Tja, das wirst du in Zukunft nicht mehr können. Ich lasse dich mal hier vorbei, geh in dein Zimmer spielen. Wir gehen raus, wir haben noch viel zu erledigen. Es ist schon 17 Uhr. Wir haben Samen eingekauft, also können wir morgen mal wieder was anpflanzen, wenn wir Energie haben. Hey, hör auf damit. Ist ja eklig. Oh, ups. Oh, tut mir leid. Oh, hey, du bist also der neue Typ hier? Cool. Ich finde echt nicht toll, dass du in Mülleimern rumwühlst. Ja, man sieht sich. Okay, er ist nicht so begeistert von uns. Dog! Hi! Da ist noch ein Typ. Was kann der denn? Ich werde definitiv die Stimmen vergessen, denen ich den einzelnen Leuten gebe. Außer Pierre. Ich kenne dich nicht, warum redest du mit mir? Hallo, sei mal nett zu mir. Dummer Typ, können wir was klauen hier? Können wir was klauen? Können wir was klauen? Können wir was klauen?
Nein? Schade. Ich hätte es gern mitgenommen. Die Stadt ist groß. Haben wir hier die Karte irgendwo? Hier. Also, gibt sehr viel zu erkunden. Ich denke, das schaffen wir definitiv nicht mehr heute. Ich ende den Part, wenn wir ins Bett gehen. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier ist der Joja-Markt, wo wir früher für gearbeitet haben, also für diese Firma. Sollen wir da reingehen? Gehen wir mal rein und gucken wir mal, ob wir da einen begrüßen können. Falls der auf hat. Hat auf, okay. Oder sind sogar mehrere. Da ist eine Verkäuferin. Können wir mit der reden? Können wir mit der reden? Hallo? Wir können nicht reden, wir können nur kaufen. Okay, können wir mit dem vielleicht reden? Mit dem reden. Willkommen im Joja-Markt. Wie geht es dir heute? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Wenn du dich dazu entschließt, ein Joja-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt mit Freunden unterstützen. Wir sind gerade von der Firma weg. Wir kommen nie wieder zurück. Akzeptier das, du dummer Typ. Was? Nein. 5000 Gold? Bist du wahnsinnig? Bist du noch ganz dicht? Ist hier irgendwo einer? Scheint nicht cool zu laufen, wenn kein einziger Kunde hier ist, hä? Tja, Joja. Das ist schlecht. Ich hoffe, ihr geht pleite. Dumme Firma. Wo können wir noch kurz hin? Ich will mich noch kurz umschauen. Da unten ist noch so ein Haus. Schmiede. Vielleicht können wir da noch schnell hingehen. Falls das der richtige Weg ist. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Ein Minenwagen. Oh. Hier ist keiner. Können wir in den Mülleimer reinschauen? Da ist natürlich dann nichts drin, wenn wir reinschauen können. Schmiede. Geöffnet bis 16 Uhr. Können wir hier rein? Es ist verschlossen. Schade. Aber in den Mülleimer können wir gucken. Ein Karpfen. Wer wirft den Karpfen weg? Wieso haben wir einen Karpfen bekommen? Nice. Ich bin froh darüber. Den hebe ich mir auf und packe ihn in meine Kiste. Es wird spät. Ich denke, wir gehen zurück. Der Part geht auch lang genug. Das war unser erster Tag. Wir haben schon ein paar Leute kennengelernt. Wie geht's nach Hause? Hier nicht, oder? Ich muss mich nochmal umschauen. Hier geht's nach Hause. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir schauen uns dann morgen, also im nächsten Part, genauer um. Ich hoffe, ihr unterstützt das Let's Play. Mir macht so viel Spaß. Ich finde es so cool, dieses Spiel. Es steckt so viel Herzliebe darin. Das ist so gut gemacht. Und wir müssen dringend mehr ansehen. Sehr viel ansehen. Wir schauen mal, wie viele Leute wir kennengelernt haben. Gucken wir gleich mal bei den Aufgaben. Aber vorher müssen wir noch... Ich hole mal noch ein bisschen Wasser. So. Können wir hier noch Wasser holen? Okay. Und die letzte Energie... Nee, ich gebe die nicht aus. Das ist zu viel, oder? Soll ich es noch versuchen, dass wir vielleicht hier noch was hacken? So. Noch zwei. Die Energie, ich will nicht umkippen. Also machen wir lieber... Gehen wir mal in die Kiste rein und gucken, was wir da noch ablegen können. Also, wir haben die Blume. So. Die packen wir mal da rein. Die Samen behalten wir direkt hier. Aber was können wir damit machen? Ich denke, wir packen den mal nach da unten. Die Blumen so in die Reihe. Und dann können wir das Gras dahin auch legen. Und so. Ne, ich denke, das Gras bleibt oben. So, ich denke, das ist schon ordentlich sortiert. Und morgen pflanzen wir dann einmal... Hallo? Bleibt da oben Gras? Ich weiß, dass du mich magst, aber nee, es geht nicht. Bauer, das haben wir. Wir müssen die nur noch ernten. 11 von 28. Ja, also ich denke, es ist ein guter Start. Weniger als die Hälfte, aber es passt erstmal. Wir können ja auch nicht am ersten Tag alle sehen. Wir haben ja auch schon gearbeitet auf unserem Hof. Gehen wir mal in unser Haus. Und es wird Zeit, den Fernseher anzumachen. Wetterbericht. Willkommen bei bla 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 bla. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Okay. Also es kann auch regnen. Mehr Wetter weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es auch Gewitter oder so. Das habe ich noch nicht gesehen. Wahrsager, Leben vom Land. Willkommen beim Leben von Land. Hier sind wir mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Diese Sendung heute ist ein Grünschnabel gewidmet.
hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Also Holz hacken, Wildpflanzen ernten. Okay, können wir noch was anschauen? Noch einen Bericht, bevor wir schlafen gehen. 22 Uhr passt, denke ich. Fernseher, ich will noch mal mit dir reden. Oh, wir haben einen Ofen angemacht. Den Kamin. Leben vom Land. Willkommen. Diese Sendung heute... Achso, das haben wir schon gemacht. Will noch mal schauen. Komm schon, bitte. Wahrsager, das müssen wir noch machen. Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf dein... Okay. Ich glaube sowieso nicht daran. Also können wir es auch wieder ausmachen? Okay, wir machen es aus. Wir wollen nämlich schlafen gehen. Ins Bett gehen. Ja. Damit endet der erste Part und unser erster Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Es ist unfassbar cool. Und ich hoffe, dass ihr mehr davon sehen wollt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.